Hallo Tischtennisfreunde da draußen und alle HD Gaming LPC Abonnenten. Ich dachte mir, wir haben mal Bock auf ein neues Let's Play, eine neue Reihe. Und wir Let's Playen heute Tischtennis Manager. Was sag ich wir? Ich zock heute erstmal alleine. Demnächst wird immer der Luis dabei sein. Und jetzt fangen wir an. Ich habe mir schon einen Verein erstellt, die Crazy Fritz. Wir spielen in der 49. Kreisliga 3, sind auf Platz 6, sind in der 5. Saison. Wir spielen heute seit heute. Unser Kontostand beträgt 10.000. Unser Managername ist Eure Zocker. Letztes Spiel haben wir 6:2 gegen TTC United verloren. Zuschauer waren 105 Leute da in unserer schönen Halle. Ja, ich werde heute erstmal das Nötigste machen. Dann das nächste Mal ist der Luis auch mit dabei. Dann werden wir etwas tiefer ins Game hineinschauen. Heute, wie gesagt, erst das Nötigste. Wir sind auf Platz 6 mit 2 Siegen und 2 Niederlagen. Punkte 4:4. Beim Tischtennis ist es ja immer so, man kriegt 2 Punkte für den Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden. Und dann wird es immer, und 2 Minuspunkte, sag ich mal, für eine Niederlage. Dann wird das immer hier so aufgelistet. BA Hellersdorf hat 2 Siege, ein Unentschieden, das sind dann 2 plus 2 plus 1 sind 5 Punkte. Hä? Und eine Niederlage 3. Okay, passt nicht ganz. Muss ich mich nochmal erkundigen. Na gut, wir schauen jetzt erstmal rein. Training ist. Ne, Spieler. Und dann werden wir erst unsere Aufstellung für das nächste Spiel erstellen. Chris Rühl, 12 Jahre Jugendspieler. Ich schau mal. Leon Roos hat eine Durchschnittsfähigkeit von 24, ist 19. Haben alle 24, 25 und 25. Marco Kohl. Das wird erstmal unser Topspieler. Zweite Doppel. Dann kommt Leonardo Roos. Der wird an 2 spielen. Dann unser nächster Topspieler Mirko Jäger, 22 Jahre alt. Ich gucke jetzt so ein bisschen aufs Alter. Der kommt ins erste Doppel und an Position 2. Dann noch Position 3. Ja, da haben wir mal schauen, wer ist noch jung? Nikola Sturm oder Jaden Berger, da kommt der Herr Berger mit in die Partie. Wo ist er? Berger? Oh, jetzt, was wäre das denn hier? Leonardo Groß, ja, und der Herr Berger aufstellen. Freundschaftsspiele stellen wir auch mal rein. Übernehmen wir die Liga-Aufstellung. Aufstellen. Ja, Achtung, wenn die Kondition eines Spiels unter 0 fällt, ist der Spiel gesperrt und wird automatisch aus der Ausstellung genommen. Gut, achten wir drauf. Gehen wir erstmal in die Bürozentrale. Und unter Sponsoren. Tagessponsor, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gewinnen werden. Noch nehmen wir mal Sport Spon. 38 pro Tag und eine Siegprämie von 42 Euro. Lauftag ein Tag ist der Tagessponsor. Der Tabellenplatz Sponsor ist, glaube ich, erst ab ab Spieltag 5. Geht also noch nicht. Wir sind 4. Heute Abend um 3 Uhr ist das nächste Spiel. Jetzt gucken wir mal hier. Unter Saisonsponsor. Höhe 243, 48, 253, Siegprämie. Wir nehmen mal hier wieder Sport Bonn wegen der Siegprämie. Ich hoffe mal, wir werden noch aufsteigen. Gehen wieder in das Büro. Gucken erstmal in unserer schönen Halle. Momentan gehen ja 105 Leute rein, Preise normal, Sitzplätze 4 Euro, Stehplätze 4, Sitzplätze 8 und VIP 16.
Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier 5 aus, hier 5 aus, hier 5 aus. Ausbauen sind dann 15 Plätze mehr. In 4 Tagen wird unsere Halle fertig sein. Doch, hört sich doch schon mal ganz gut an. Dann wird's ein Hexenkessel von den Crazy Fritz. Nun schauen wir beim Personal rein. Erste Saison darfst maximal einen Angestellten in deinem Team beschäftigen. Ab der zweiten Saison kannst du für 1000, die nächste Stufe wahrscheinlich in der zweiten, in der du 2 Angestellte beschäftigen kannst. Gut, ich würde mal sagen, wir holen jetzt erstmal einen Trainer für unsere Mannschaft. Alter, ein Junge am besten. 20. Okay, der ist ein bisschen heftig hier, der. Markus Wiesner. Dann würde ich den Valentin Bender holen. Der ist 20 Jahre Trainer, hat eine Fähigkeit von 57, Wert von 5.680 und Gehalt von 63. Den kaufen wir mal. Jo, der ist jetzt mit dabei. Nun gehen wir mal ins Mannschaftstraining. Ach, machen wir mal direkt ein Sondertraining. Erstmal sollen sie sich im Doppel einspielen. Das machen wir mal sehr intensiv für 976 Euro. Können wir noch was machen am ersten Tag? Ja, wir gucken mal auf die Tabelle. Wo ist sie? Meisterschaft. Statistik. In den Statistiken. Da ist auch schon die Tabelle. TTC United führt die Tabelle an. Wir sind momentan auf Abstiegsrelegation, wenn ich mich nicht täusche. Naja, hoffentlich schaffen wir noch den Aufstieg. Wäre eigentlich ganz schön aufzusteigen. Ewige Umsatz, Meister. Haben wir schon Fans? Ersten Tag, nur eigene Spieler anzeigen. 0 Fans. Naja, es wird hoffentlich noch mehr. Gucken wir uns mal die Ligen an. Neues Fenster geöffnet. Kreisliga, zweite Kreisliga, erste Kreisliga. Dritte, zweite, erste Landesliga. Oberliga. Regionalliga Nordost. Zweite Bundesliga Nord wäre unser Weg. Und dann in die erste Bundesliga. Ja, hier wollen wir hin. Schauen wir auch mal direkt rein. TTC Friedrich ist ein Computer. Spielt in der ersten Bundesliga. Anforderungen, nee, machen wir mal das nächste Mal. So, können wir hier noch großartig was machen? Spielerbilanzen, nee, brauchen wir nicht. Kadertabelle auch nicht. Ah, eine Nachricht haben wir noch, die gucken wir uns auch an. Wir haben jetzt noch 2230 Euro drauf und so nach Valentin Bender Trainer gekauft. Du hast Valentin Bender Trainer für 5.680 Euro gekauft. Gut, Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte positiv. Wir würden uns auch über ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.